Und hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft Together. Yay! Und schon wieder ist es soweit, ja. Die Folgen, die rattern hier heute zum Teil. Wahnsinn, also das Wochenende, ich glaube, so viel habe ich noch nie an Folgen aufgenommen. Vor allem, es sind ja immer so rund halbe Stunde bei Minecraft Together, da geht es richtig schnell sogar zusammen. Ohne dass ich eigentlich groß viel baue, weil dann zeigt mir wieder einer was, dann sehe ich da wieder was, dann finde ich da wieder was. Und dann sage ich in der einen Folge, ja, nächstes Mal kümmern wir uns darum. Und dann ist in der nächsten Folge, oh mein Gott, es gibt noch so viel zu bauen. Es ist Wahnsinn. Aber ich möchte diese Folge mal wieder mit einem... also ganz, ganz selten machen wir das so, dass wir das machen. Aber ausnahmsweise möchte ich heute mal mit einer, mit einem Enchant anfangen. Und zwar mit einem Schwert. Denn bis jetzt haben wir ja nur das gekaufte Schwert für, wie viele? 7000. Und... wow, Smite 4. Naja, ich weiß nicht. Ist mit Sicherheit ganz okay so. Aber, naja. Okay, ja, ich habe wieder ein bisschen was gemacht. Unter anderem. Unter anderem, ja. Führe ich nun immer eine Ender Chest mit. Und was in dieser Ender Chest drinnen ist, ich habe jetzt ein bisschen aufgeräumt. Ich habe hier einmal meine Second, ja, Sachen dabei. Einmal... zweimal Instant Health 2, zweimal Speed und zweimal Instant Damage und Minecart, falls ich mal irgendwo unterwegs sein muss, möchte und mit Minecart fahren möchte. Dann habe ich sämtliche Kisten eigentlich, also bin jetzt gerade so mal dabei, sämtliche Kisten hier entfernen. Die Kisten und die Kiste, die habe ich noch nicht und die da auch noch nicht, dafür habe ich noch keinen Platz. Mal schauen, was ich damit dann mache. Genauso wie bei der. Und ja, die steht momentan nur da drin, damit ich es quasi schneller removen kann, denn alles, was ich hier nämlich drin hatte, genauso wie den Sand und den Glas, habe ich jetzt auch weggetan. Erstens, warum ich das gemacht habe, ich brauchte Platz an Saving Spaces, denn jede Kiste hat, wurde gesichert und dadurch, wenn man die wieder kaputt macht, dann bekommt man die Sicherung quasi wieder frei und man kann ja nur 100 Sicherungen machen und die war ja bei mir schon voll, dadurch, dass ich drei Häuser habe. Und ja, jetzt habe ich die quasi wieder weggetan und die ganzen Items und Blöcke habe ich nach hier unten versetzt, wie ihr euch vielleicht denken könnt. Hier rein. Und zwar habe ich mir hier gedacht, links, ersten zwei sind Cobblestone, unten Cleanstone und die Stone Bricks. Auf der anderen Seite ist oben Erde, zweite Erde und Grasblöcke und unten Kies und Flint. Dann haben wir links ganz oben Sand, Sandstein und Clay. Habe ich noch ein bisschen was in meinem zweiten Haus, genauso wie Sand, aber habe ich jetzt nicht rübergetan. Dann hier noch ein bisschen Glas. Dann haben wir hier eben die ganzen Potions. Soweit ich hier das quasi gehabt habe. Dann hier oben befindet sich die Nahrungskiste. Hier unten die Holzkiste, die Hauptholzkiste. Und hier unten die Second-Holzkiste, quasi was alles noch ein bisschen mit Holz zu tun hat. Dann hier oben haben wir die Wollekiste. Da ist auch nicht alles, was Wolle da ist, was ich so besitze, da. Einiges ist noch bei meinem anderen Haus, aber das habe ich jetzt auch nicht alles rübergeholt, weil da wäre ich ja erstens nicht fertig geworden und zweitens, ja, brauche ich das nicht unbedingt. Und wenn ich es brauche, dann kann ich es mir holen. Und jetzt schmiert wahrscheinlich entweder gleich der Server wieder ab oder irgendwas anderes ist. What the fuck? Ich glaube, ich muss mich dann gleich nochmal neu einloggen. Hier ist auf alle Fälle die Redstone-Kiste. Und hier haben wir die Eis- oder Schneekiste. Schnee und Eis. Cool, ich habe zwei offene Kisten. Sieht sehr geil aus. Dann hier hat sich nichts getan. Und ja. Hier habe ich mal ein bisschen angefangen, so mit dem Raum zu verändern. Kisten sind immer noch offen. Einmal hier quasi so rundherum. Hier habe ich jetzt mittlerweile so einen Teil eingezogen, damit man hier quasi nicht mehr die Erde sieht und so. Momentan habe ich noch keine Möglichkeit da reinzugehen. Momentan muss ich immer quasi die Blöcke wegtun. Aber mal schauen. Hier will ich vielleicht auch noch damit mit Upside-Down-Stufen arbeiten, aber das kommt vielleicht erst später. Genauso wie den Boden, den werde ich auch irgendwann mal noch ändern, ist ja klar. Vielleicht sogar Sandstein, damit ich das hier übergehen lasse, aber das weiß ich noch nicht genau. Ja. Was gibt's sonst noch? Ja. Mein Plan jetzt für für die nächsten Baustellen, also für die nächsten Farmen, denn wir brauchen ja noch ein paar Farmen.
habe ich mir so gedacht, ich möchte gerne nochmal einen richtigen Ofenraum haben. Und den brauche ich ja noch die Baumform und Pilzform und was auch immer. Und ich habe mir gedacht, ich werde hier so quasi, wenn es so weggeht, hier so einen 2-Blöcke-Down-Weg bauen. Mal schauen, wie weit wir hier gehen können. Ja, das müsste dann hier schon aufhören. Genau, dann können wir hier noch einen Zaun rumbauen. Dann haben wir hier quasi so einen kleinen Weg nach unten. So in etwa habe ich mir das vorgestellt. Oder hätte ich mir das vorgestellt. Und ja, da geht es dann quasi runter zu den anderen Farmen. Weil hier oben sind wir eigentlich schon wieder ziemlich ausgebucht, würde ich das mal so nennen. Genau, ich schau mal, was wir hier jetzt dann so hier so machen können. Und dann sehen wir uns gleich wieder. WTF, es ist, ja, keine Ahnung, 4 Uhr nachmittags, also die Sonne ist am Untergehen und du lebst immer noch? Respekt. Gesehen, ich war gerade eben bisschen Obsidian farmen, denn ich brauche nämlich nochmal, beziehungsweise ich bräuchte nochmal ein paar Ender Chests. Leider habe ich keine Enderperlen mehr, das heißt, wir werden uns demnächst welche kaufen müssen. Und ja, jetzt bin ich gerade hier, habe ich noch nichts weiter gemacht. Ich habe jetzt dreimal den Boden geändert, ja? Alles aus Sandstein jetzt mal gemacht. Hier habe ich jetzt auch Eis dazu getan, dann geht es einfach schneller. Und jetzt bin ich gerade am Überlegen, hier habe ich noch ein kleines unendliche Wasserquelle eingefügt. Wie ich denn die Decke mache. Leider kann ich es nicht so machen, weil sie voll aufslappt, dann ist es nämlich wieder so dunkel. Und darum habe ich mir gedacht, vielleicht machst du nur so halb. Und dann setzt du irgendwelche Blöcke rein. Ich weiß noch nicht welche. Was da gut aussehen würde. Okay, das macht es dann aber auch wieder dunkel, sehe ich gerade. Und vor allem, das passt nicht so gut mit dem Boden zusammen. Also das dunkle, helle Holz auf jeden Fall nicht. Es fällt schon mal weg. Vielleicht ein bisschen genau das Gegenteil. Das heißt, wir probieren es mal mit entweder ganz dunklem Holz oder Dschungelholz. Eher erstmal ganz dunkles Holz. Mal schauen, wie das ausschaut. Ja, wird schon besser auch schon. Ich habe mir dann gedacht, vielleicht so jeden, ja, ich weiß nicht, jeder fünfte Block oder irgendwie so in einem Abstand halt hier, der da und dann wieder der da vielleicht oder der dann erst wieder ein Glowstone. Glowstone-Lampen können wir leider auch nicht verwenden. Geht sonst nämlich wieder mit der Technik. Außer wir setzen dann einfach dagegen einen Schalter. Das könnten wir machen. Entschuldigung, wir probieren es nochmal mit dem Holz. Wobei ich glaube, dass das Holz nicht gut ausschaut. Also das Holz, das Dunkle, gefällt mir auf alle Fälle besser als das Helle. Das passt ein bisschen besser. Oh, das ist schon auch krass, he? Das gefällt mir auch nicht wirklich. Ist nicht gerade einfach sowas zu machen. Auf alle Fälle war gerade vorher auch noch der Altmetalldetektor da. Und der hat gesagt, wir können hier noch zu machen.
Was stimmt? Ob ich das so lasse, weiß ich noch nicht. Und da werden später noch Stufen dran. Also überlege ich erstmal hier. Was können wir denn das sonst noch einbauen? Was haben wir denn alles? Sandstein haben wir ja schon unten. Wie wäre es denn mit Leaves? Da würde ich dann aber lieber die Dschungelblätter nehmen wollen, glaube ich. Wo mit den Slug Touch, da haben wir Slug Touch. Wobei, das sind... Ich habe hier so viele. Also, ich glaube, ich probiere mal noch die Dschungelblätter ab, aus. Da muss ich aber erst noch farmen gehen. Das heißt, wir sehen uns gleich auf der offiziellen Baumfarm wieder und dann rennen wir da mal zwei Scheren mal durch und dann schauen wir mal, was wir davon bekommen. So, und jetzt sind wir wieder hier. Und jetzt bin ich gerade am Schauen, was für Blätter denn am besten ausschauen könnten. Aber ich glaube echt, dass Dschungelholz am besten öffnen könnte. Ja, definitiv. Das heißt, wir gehen mit denen. Wuhu! Schon mal ein paar Blätter reingetan und ich glaube, so schlecht sieht es auf jeden Fall nicht aus. Wir haben einen 3 Spaces Platz hohen Raum, das heißt, wir können uns gut fortbewegen und bleiben nicht irgendwo hängen, oder? Nee, glaub nicht. Ne, dürfte passen. Das heißt, ich werde jetzt das Ganze mal hier so auf dem kompletten Raum ausdehnen und dann schauen wir mal, wie es aussieht. Wuhu! Oh yeah, sieht das nicht geil aus? Also mir gefällt's. Oh, da habe ich vorher was kaputt gemacht. Lalalalalala, hat keiner gesehen. So. Jetzt haben wir nur noch eigentlich ein paar optische Sachen und ein paar... Ja, wie komme ich durch Sachen? Einerseits mal muss ich nach einem Admin fragen, und zwar ob er mir zum Beispiel diese Wand hier durch Stein ersetzen kann. Ich weiß nicht, ob das möglich ist oder ob das geht oder ob er das darf oder wie auch immer. Wenn er schon dabei ist, dann könnte er das da hinten auch machen. Aber hauptsächlich wichtig wäre mal das da. Alles durch Stein ersetzen, weil hier ist, wie gesagt, alles not my permission. Und er muss sowieso mal kommen, denn ich habe hier meinen Baum da oben. Oder meine Baumform, meine kleine da draußen gehabt, die ich jetzt eben dann eben mal wegreißen möchte. Und mein Grundstück geht genau bis hierher, das heißt, ab hier darf ich schon nicht mehr bauen. Und mein Baum ist aber ein bisschen weiter drüber rausgewachsen. Und erstens ist er jetzt schon auf dem Grundstück vom anderen. Aber es ist auch nur ein Holz in der Mitte und somit würde dann der Baum in der Luft schweben. Erstens weiß ich, dass sie das nicht mögen, die Besitzer, also General Admins und so. Und ich möchte es auch nicht. Also wenn da sowieso dann mal einer kommen muss oder ich den dann hole für das, wenn ich den dann mal abernte, dann soll er oder frage ich ihn, ob er auch vielleicht das da unten machen kann. Wäre ganz geil. Genau. So, jetzt haben wir hier nämlich unten alles. Starten in Kürze. Oh, Survival Games. Nee. Dafür bin ich zu beschäftigt. Es ist nicht so, weil ich jetzt hier voll der Pro bin und so, also. Scheiße. Nee. Ja, ich schaue, dass wir das da hinten irgendwie dann im Laufe der Zeit mal noch bekommen. Und hier weiß ich auch noch nicht, dann mache ich vielleicht noch einen Frame außenrum oder irgend sowas. Genau. Jetzt können wir uns eigentlich dann schon langsam mal hier dran begeben. Ich hoffe, man kommt da so vorbei. Müsste aber eigentlich schon gehen, nur was machen wir das zu einem Upside Down Half Slab. Dann geht es auf jeden Fall. Genau, ich höhle jetzt unten mal ein bisschen aus. Und dann schauen wir mal, was für ein Projekt wir als nächstes bekommen.
Und da werde ich schon wieder gefragt und bin dann auch natürlich sofort zur Stelle. Also wir sehen uns gleich wieder. So, und da bin ich wieder und wir werden uns nochmal ein Schwert enchanten. Und zwar zumindest probieren wir es. Schauen wir mal. Sharpness 3, Fire Aspect 2. Sharpness 3, Fire Aspect 2. Das heißt wieder so ein crappy Scheißschwert, das wir für 7000 gekauft haben. Mann! So, jetzt ist gerade ein kleiner Ausflug in die Hülle gewesen und Penn war da und zwar AFK und jetzt wurde er vom jemand anders auf jeden Fall gekillt. Sollen wir jetzt dann das ganze Zeug wegnehmen? Ach, was soll's. Oh, gar kein Platz. Ja, die paar Steine und Schaufel. Können wir mal lassen. Oh, geil. Na gut. Ah! Es ist wieder da. Jetzt habe ich sein ganzes Zeug und er ist wieder da. Nein! Ah, nun, was geben wir ihm alles wieder? What the fuck? Bedrock? Hey, cool, ich hab Bedrock. Ah, cool. Was haben wir sonst noch? Unbreaking 3, Efficiency 4, Silk Touch 1. Sehr geil. Gleich mal ausgetauscht hier. Dann sein World Edit Zeugsels da. Ja, aber wenn er wieder kommt, dann geben wir es ihm. Wenn er nicht kommt, dann nehmen wir es dabei mal mit. Nicht, dass es jemand anders nimmt. Yeah, wir haben eins gefunden. Das, was wir suchen, ein Nether Fortress. Denn wir wollen nämlich die Blöcke haben. Denn ich möchte ganz gerne die Zäune davon integrieren in unser kleinen Kellerraum. Und auch andere Blöcke. Alter, was ist denn hier los? Alter Schwede. Ich bin ein bisschen ausgerüstet mit Instant Health und Instant Damage Potion. Und eine Speed Potion habe ich auch noch. Ach, ist die schon wieder weg. Ach, nehmen wir doch da nochmal eine. Ich kann es mir ja im Prinzip leisten. Das heißt, ich werde mir hier wahrscheinlich jetzt erstmal dann mit der Efficiency Spitzhacke erstmal ein paar Stacks abbauen. Vermutlicherweise. Und ja, dann schauen wir mal. So, ich denke, das dürfte erstmal reichen. Ich habe jetzt hier einmal ein paar Felderebenen einfach mal so lange gegraben, bis es gegangen ist. Jetzt ist mein Inventar komplett voll. Das heißt, wir begeben uns nach Hause. Die Spitzhacke habe ich übrigens wieder abgegeben und die Steine und so auch wieder. Penn war wieder da. Und dann hat er gefragt, wer ihn gekillt hat und ob ich diese Sachen, oder besser gesagt, ich habe dann gesagt, dass ich halt die Sachen habe. Und die habe ich ihm dann wiedergegeben, ist doch klar. Genau, jetzt werde ich mal hier noch ein bisschen, ups, das war falsch. So geht's. Genau, ich werde jetzt quasi die Sachen ein bisschen einsortieren und dann bauen wir mal da weiter. So, jetzt stehen wir vor dem nächsten kleinen Problem. Wir haben keinen Sandstein mehr. Alles leer, bis auf zwei Sandsteine noch. Können wir natürlich auch aus dem noch ein paar Sandsteine machen, aber den Sand will ich mal lieber noch aufbehalten. Vielleicht brauchen wir den noch irgendwann. Das heißt, wir werden uns jetzt nochmal zur Abbauwelt begeben und ein bisschen Sand bzw. Sandstein farmen. Und genau. Was gibt's noch zu sagen? Ich habe mir jetzt nochmal eine Ender-Chest gemacht. Mit der letzten Enderperle, die ich noch hatte. Die jetzt dafür noch verwendet. Dann habe ich vorher ein bisschen recherchiert, beziehungsweise halt rumgefragt. Wegen Spawner verändern und so. Geht nicht in unserem Bereich, es geht nur in Farmer Town oder Farming Town. Oh, jetzt ging es gerade irgendwie ein bisschen schnell. Oh, mir fehlt noch eine Speed Potion. Ich kann es also nicht ändern lassen, weder zu einem Q-Spawner noch zu was ich noch lieber hätte, im Blaze-Spawner. Wäre natürlich geil, eine eigene XP-Farm herum zu haben, aber geht leider nicht. Somit habe ich jetzt einfach nur ein bisschen runtergehe, ja, gezogen und muss halt die Viecher immer so töten. Das Lustige ist, ich bräuchte einfach ein gescheites Schwert. Manchmal seht ihr ja, sterben sie direkt. Manchmal werden sie nur so in Brand gesetzt und so soll es eigentlich sein. Also so wäre es am besten. Oder ein Looting-Schwert.
Ich glaube, als nächstes probieren wir nochmal ein Schwert zu bekommen und dann hoffen wir mal, dass wir vielleicht entweder Looting oder ja, irgendwann ein gescheites Feuer bekommen. Oder eben, ja, was können wir sonst noch brauchen? Ich weiß es gar nicht. Irgendwas können wir schon brauchen. Das war jetzt eigentlich ein bisschen blöd, gell? Weil sonst hauen wir es vielleicht mit der Fackel, beziehungsweise mit dem Schwert runter. What the fuck? Treiben mich Schweine schon in den Wahnsinn, oder wie? So. Schlachten wir hier nochmal kurz durch. Genau. Also so mache ich momentan das. Also es gibt einiges an Fleisch her, also Fleisch habe ich nie ein Problem, aber ich hätte viel lieber Kühe-Spawner. Weil dann bekomme ich halt auch noch Leder dazu für meine Bücher, falls ich denn irgendwann mal welche brauchen sollte. Was ich eh nicht machen werde, tun, brauche. Genau, hier vorne sieht es noch momentan ein bisschen aus. Ich weiß, ich habe vorher gerade die Lava runtergehauen, dann habe ich auch noch zwei Glasblöcke dabei kaputt gemacht. Das ganze Lava runtergeflossen, bla 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 bla. Ja, irgendwann werde ich da schon mal weiterarbeiten. Aber jetzt geht's erstmal ab zur Sandfarm. So, und da sind wir wieder am Spawn. Und Todbringer, der möchte mir gerade sein Casino zeigen, das er in einem Hotel baut. Und er hat mir auch ja, angeboten, in einer seiner Privatvillen oder wie auch immer einzuziehen. Oder zumindest eine Wohnung zu haben. Und da habe ich mir gedacht, warum nicht? Und jetzt wollen wir uns doch das Ganze mal anschauen, wo wir da überhaupt wären. Oh, ich liebe Speed Potions. Ich mache mir zwar eigentlich nie Speed 2, aber immer Speed, also 8 Minuten. Ich weiß, dass Speed 8 Minuten zwar nicht so lange hält. Wow. Wow, 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 wow. Chunk Update, Achtung, Vorsicht, Achtung, heiß und fettig. Hört sich ein bisschen an, gerade meine Stimme, wie die vom FM4 Ombudsmann. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Mann, der ist viel zu schnell für mich. Ich glaube, der hat Speed 2. Sind wir hier? Ah, das könnte aus Hotel durchgehen. In den sechsten Stock. Yeah. Zeig mir mal das gute Ding. Ups. Vorsicht, Lebensgefahr. Betreten auf eigene Gefahr. Ach, er meint wegen den ganzen Chunk-Updates. Ein Raum ist komplett fertig. What the hell? Wo bist du? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ich habe mich verlaufen. Wo ist er jetzt? Hallo? Wo bist du? Darauf? Ich weiß es nicht. Ich habe mich verlaufen. Sicher? Sicher? Wo soll ich denn hinschauen? Ah, da. Da ist er. Tisch 3. Einmal. Wo? Wo ist er jetzt schon wieder hin? Die Lampe geht an. What the hell?
Stimmt. Okay, ja, das ist natürlich cool. Dann weiß man immer, an welchem Tisch was los ist. Okay. Würde ich sagen, gehen wir mal in den sechsten Stock, oder? Oder nicht? Muss ja nicht hin. Hallo. Ja, ich beende mal kurz die Aufnahme und dann sehen wir uns, wenn er wieder da ist. Ah, da habe ich gerade einen Secret-Eingang gefunden unter dem Hotel. Und da können wir gerade mal ein bisschen so nachschauen, was sie denn hier so haben. Ein bisschen was Redstone-mäßiges haben sie auf alle Fälle drauf. What the fuck? Glitchy Repeater. Ah, hier geht es zu den einzelnen Dingern. Gleich mal schauen, ob alle Kisten gesichert sind. Ah, schade. Wow. Ui. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Ui, ui. Das wird hier alles wieder sauber gemacht. Was ist denn das für ein Zeug hier? Ja. Mann, dass ich im Dunkeln immer nie die scheiß Taste hier finde. Bis Ebene 8. Bis Ebene 8. Ach du Scheiße. Vorne ist er. Findet ihr mit hier noch ein paar Diamanten, glaube ich. Ein kleines Jahrhundertprojekt, ja, das trifft es am ehesten, glaube ich. Und schon wieder runtergefallen. Ah, komm, geh schon. Sehr gut. Wihi! So, gut Leute, ich denke für diese Aufnahme haben wir es wieder. Ja, es hat sich wieder ein bisschen was getan. Ich bin schon wieder Level 30. Und ich bin jetzt leider nicht zum Sandfarmen gekommen, sondern Todbringender wollte mir sein Casino zeigen, wie ihr jetzt gerade eben gesehen habt. Und ja, ich würde sagen, zum Abschluss ernten wir nochmal das Getreide. Sieht das nicht herrlich aus? Und ja, hier haben wir den Zaun dazu gebaut, das kennt ihr schon. Und ja, ich denke, wir warten jetzt noch, bis das Getreide wieder da ist. Replanten tue ich es jetzt mal ausnahmsweise nicht. Warum nicht? Ich habe eh genug. Und dann enchanten wir noch uns. Ah, mal schauen, was wir uns enchanten.
Vielleicht nochmal Schuhe oder so. Zack, 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 zack. Alles rein damit. Wunderbar. Ich glaube, es ist fast besser, wenn ich das Wasser laufen lasse, gell? Weil dann kann die getrocknete Erde nicht so trocken werden. Irgendwie so war das, glaube ich. Lassen wir es einfach laufen. Wir gehen hoch und gehen zum Enchanting Table. Lalalalalalu. So, was brauchen wir denn jemand? Was brauchen wir denn jemand? Was brauchen wir denn? Äxte sehen uns gut aus. Spitzhacken haben wir auch genug noch. Schuhe. Wir können entweder Schuhe probieren oder wir gehen nochmal auf ein Looting-Schwert. Ich würde sagen, wir gehen auf ein Schwert probieren wir heute noch. Dann haben wir, glaube ich, heute zwar nur Schwerter gemacht, aber dann haben wir die Schwerte sei abgehakt. So. Zack, 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 zack. Und was haben wir? Sharpness 4 schon wieder. Naja, da haben wir halt ein paar gute Kampfschwerter. Ist auch okay. Auch wenn ich jetzt schon weiß, dass wir die nie brauchen werden. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir noch einen Enchant. Und zwar von einem Level. Und jetzt werdet ihr euch mit sehr fragen, auch was. Wir werden hier ein Megateil enchanten. Was nehmen wir denn, was nehmen wir denn, was nehmen wir denn? Was kann man denn mit einem Level noch gut enchanten? Enchanten wir mal ein Stone-Schwert, ein Steinschwert. Und na, verschenken wir das am Spawn noch schnell. Der erste, der drüber läuft, wie immer. Der hat's dann. Ein toll enchantetes. Oh, da muss ich erst ein paar Bücher abstellen. I want to kill everybody in the world. So, haben wir es jetzt dann. Immer noch nicht. Wenn ich noch mehr abschalte, dann. So. Sharpness 1 ist denn das nicht toll. So. Alles weghauen hier. Wenn wir wieder auf Level 30 kommen. Genau. Dann würde ich sagen, gehen wir zum Spawn. Und hauen hier ein. Ah, 12 Minuten noch. Schmeißen hier, sieht uns jemand. Lalalalalala. Nee. Hauen hier ein enchantetes Schwert hin. Und wer auch immer das bekommt, wird sich mit Sicherheit freuen, dass er ein enchantetes Steinschwert bekommt, mit Sharpness 1. Schauen wir mal, vielleicht ist irgendjemand da. Oder kommt bald jemand. Ja, da hinten ist einer. Oh fuck, der hat mich gesehen, glaube ich. I want to kill everybody in the world. Mit meinem Sharpness 1 Steinschwert. Mit Sicherheit. Er freut sich gar nicht. Doch, er freut sich. Oder? Freut er sich? Ich denke, er freut sich. Schwert? Habe ich Schwert geschrieben? Ich habe doch Schwert geschrieben. So, wollen wir es jetzt? Damals. Genau. Yee, da freut er sich. Könnten die auch eine Instant Damage Potion andrehen. Aber mal lieber nicht. So einen Unfall haben wir heute schon gehabt. Also.
Genau, gut, dann würde ich sagen, haben wir es jetzt für die heutige Aufnahme. Ja, wie kommen wir heute eh nichts mehr, oder? Ne, 10 Minuten noch. Das dauert mir zu lang. Ich gehe jetzt ins Bett. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, Hodenkrebscreme on top auf Timolia oder so ähnlich. Also bis zum nächsten Mal. Oh, ich muss draußen unterm Himmel, damit ich den coolen Outway-Move machen kann. Bis zum nächsten Mal, euer Hodenkrebscreme sagt Servus. Tschaußen. Es wird schon wieder hell. Servus.